Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gehen wir mal ein bisschen die neue Mission Schwarm durch. Ja, der Anfang ist eigentlich eh ganz easy. Man spawnt hier direkt, es kommen ein paar Viecher zum Aufwärmen, ist ganz nice. Und ja, einfach durchlaufen, ein paar Kisten außenrum sammeln und dann halt die verschiedenen Investigates durchgehen. Hier ist die Kiste. Bei der zweiten oder bei der dritten Investigation, weiß gar nicht, die Jungs haben schon ein bisschen zu schnell gemacht, kommen dann diese Eier hier. Da kommen immer mal wieder ein paar Viecher raus, einfach die Eier zerstören, kurz drauf schießen. Kein Problem. Genau, also ihr müsst mal die Wassertürme angucken, da diese Teile, wo oben dieses kreisrunde Ding drauf haben. Normalerweise eigentlich jede Runde an einem der Türme ist dann so eine Box, einfach abschießen, die fällt runter und dann kriegt ihr 1000 Ressourcen, das ist eigentlich sehr wichtig, kann man mitnehmen. Gut, wenn ihr die ganzen Investigations gemacht habt, müsst ihr weiter zu diesem, wie sagt man, Militärstation, einfach reinlaufen. Hier findet ihr dann Samantha zum ersten Mal, die müsst ihr dann hier direkt verteidigen. Aus allen drei verschiedenen Richtungen kommen dann Gegner. Hier müsst ihr aufpassen, das ist sogar, wenn ihr unvorsichtig seid, relativ schwer. So, aufpassen auf diese explosiven, wie heißen die, Kamikaze-Käfer. Dann geht's rein, in, was ist das eigentlich, in diese Höhle, unterirdischer Tunnelstraße? Auch immer mal wieder Kisten sammeln und ihr müsst aufpassen, aber wir werden es gleich nochmal sehen, an den Seiten gibt's immer mal wieder so ein paar Seitengänge. Wenn ihr hier reinkommt das erste Mal, könnt ihr auf den Boden gucken und ihr seht dann die verschiedenen Linien, die führen zu verschiedenen Räumen, wo ihr eben auch Investigations machen könnt. Ich gehe mal ganz kurz alle drei verschiedenen Räume durch, weil die sind alle schon nicht ganz so leicht, wenn man nicht weiß, wie es geht. Okay, einfach ein bisschen warten, bis der Strom weg ist. Sliden, springen und durch. Ja, war eigentlich, wenn man weiß, wie es geht, war es eigentlich schon ganz einfach, dieser Raum hier. Genau, dann geht es in jedem dieser Räume. Noch einen Flammenwerfer auf jeden Fall mitnehmen und durchgucken. Denn hier gibt es auch immer noch mal ganz gut Ressourcen. Was auch ganz wichtig ist, mit dem Flammenwerfer könnt ihr dann diese grünen Spinnennetze rundherum wegmachen. Und da kriegt ihr dann Zutritt in weitere Räume, wo auch sehr, sehr viele Ressourcen drin sind. Auch, wie wir vorher gesehen haben, so tausender Kisten. Mal gucken, ob ich direkt hier eine finde. Genau dort seht ihr sie. Hier diese kleine Kiste. Gibt auch ein Achievement, wenn man die aufsammelt. Tausende Ressourcen. Ganz wichtig. Also ich gehe jetzt mal den gelben Weg entlang bis hier, rechts runter und dann zur linken Tür. Ah, obwohl das Jump'n'Run als seht ist ein bisschen blöd. Warte, oh, es ist machbar als seht. Oh, oh, oh. Es ist... Oh, oh! Okay. Es funktioniert. Ich bin auch dabei. Junge, als seht, okay, als seht ist Jump'n'Run nicht empfehlenswert. Rein und aktivieren, aufpassen, dann kommen noch ein paar Viecher. Wenn ihr wieder raus wollt, hier das Schloss kaputt schießen, könnt ihr wieder raus. Ansonsten könnt ihr euch nochmal umdrehen. Auf jeden Fall den Flammenwerfer mitnehmen, so wie in jedem Raum. Und hier hinten öffnet sich dann im Wasser die Tür. Der Strom ist weg und dann kriegt ihr hier auch nochmal Ressourcen. Und was ich auch gleich nochmal dazu sagen kann, mit dem Flammenwerfer könnt ihr dann diese grünen Netze, die den Weg versperren, kaputt machen, einfach durchlaufen und dann kommt der zu weiteren Räumen, wo meistens dann auch nochmal mehr Ressourcen drin sind. Ah ja, genau, wir haben jetzt hier auch nochmal einen Raum gefunden, wo eine kleine Box drin ist, die jeweils auch 1000 gibt. Jo, wir haben ja schon 6000 Ressourcen, richtig gut dabei. Okay, rein in Blau. Blau ist ganz easy. Einfach die Rohre abschießen, die roten Rohre, die markiert sind. Dann geht das Feuer weg und dann kann man durchlaufen. Zack, Flammenwerfer aktivieren und fertig. Also wenn ihr alle hier drinnen seid, könnt ihr den Truck upgraden und fürs erste Upgrade würde ich tatsächlich mal Engine auf jeden Fall empfehlen. Kostet plus 1000. Es gibt dann auch noch Turret und Armor. Aber jetzt müsst ihr aufpassen, wenn ihr das erste Upgrade gemacht habt, kommen erstmal zwei Eier vorne und hinten. Da müsst ihr auch aufpassen, diese Kamikaze-Käfer ziemlich strong. Gut, und ich würde dann tatsächlich direkt nochmal upgraden. Und zwar Armor, das ist mit das Wichtigste überhaupt. Wenn ihr extrem viele Ressourcen habt, könnt ihr vielleicht auch nochmal Turret machen. Aber wir sparen jetzt erstmal ein bisschen und gehen auf Nummer sicher, dass wir es auch schaffen. Ja, jetzt ist es eigentlich das Gleiche.
Man kommt wieder auf die Straße, muss nebenher ein paar von diesen Viechern töten. Passt auf mit den explosiven Fässern oder mit den Flammenwerfern, falls ihr sie spielt, machen auch euren Teammates Damage. So, und jetzt, wenn ihr hier angekommen seid, der Truck das Auto weggeschoben habt, könnt ihr eigentlich direkt hier rein. Das sind die besagten Seitengänge. Auf der anderen Seite gibt es hier auch einen. Dort könnt ihr euch einmal Munition kaufen, wenn ihr keine Rifleman dabei habt. Andererseits seht ihr es hier zum Beispiel auch, könnt ihr die Türen öffnen. Nochmal Flammenwerfer sammeln, noch mehr Ressourcen sammeln. Und das kann eigentlich immer einer nebenher machen, die anderen können beim Auto bleiben. Genau, hier ist sogar nochmal eine 1000er Kiste. Gut, fürs zweite Upgrade würde ich eigentlich, man kann nochmal Armor machen, vorsichtshalber, wenn man auf Nummer sicher spielen will. Und für einen Vorzeigeeffekt mache ich jetzt nochmal Turret, aber eigentlich könnte man auf Engine gehen. Wenn man schnell machen will, man muss es ja auch noch in einer bestimmten Zeit schaffen und den Rest sparen wir jetzt erstmal und gehen auf Nummer sicher. Gut, weiter geht's dann wieder auf die Straße bis hier zu dieser Blockade, da könnt ihr eigentlich direkt durch und einer links rein wieder in diese Seitengänge, einmal das Tor öffnen und rein. Hier gibt es auch nochmal ganz gut Ressourcen, Flammenwerfer, Munition kann man kaufen, das Übliche. Und hier eben besonders, ihr müsst diesen Raum machen, damit die Blockade weggeht. Ein kleiner Tipp am Rande. Normalerweise stehen bei den Fliegenfallen in der Nähe immer solche Explosionsfässer. Guck, hast gesehen, einfach drauf schießen und die Fliegenfalle ist direkt weg. Easy peasy, Digga. Okay, jetzt, wenn ihr fertig seid, hier den Truck pushen. Gut, und fürs dritte Upgrade auf jeden Fall nötig ist Armor. Sonst wird es ziemlich schwer. Der Wagen stirbt sonst ziemlich schnell. Und wir haben jetzt noch 6000 übrig. Ich würde noch einmal für Engine gehen und das Turret, das zweite, auch nochmal oben drauf packen. Okay, dann let's go. Wie auch anders, wieder auf die Straße. Hier müsst ihr kurz warten, bis der Truck das Auto weggeschoben hat. Und ja, aufpassen, hier spawnen dann direkt die Viecher schon. Hallo? Hallo, kleiner Pendel. Das wird im Video drin bleiben. Gut, und dann geht's runter von der Straße rein in die Kanalisation oder was auch immer das sein soll. Hier kommen seitlich die Gegner. Oben müsst ihr aufpassen, auf diesen Stegen spawnen auch Gegner. Und ansonsten hier eigentlich auch nur durchlaufen. Ich glaube, es spawnen zwei Eier mal zwischendurch. Und eben auf die Explosiven, auf die Kamikaze-Käfer aufpassen. Ihr habt's gesehen, die sind heftig. Gut, im letzten Abschnitt geht es dann wieder, was ist das, rein in die Straße. Dort könnt ihr euch an der Seite auch nochmal Munition kaufen. Hier kommen besonders viele Gegner. Was muss man beachten? Nichts, unten kommen halt nochmal zwei Eier, das Übliche. Gut, und jetzt geht's rein zum Boss und einfach rechts halten hier durch. Hier gibt es rechts auch nochmal einen Flammenwerfer, wer seinen verloren hat. Und ihr kommt hier unten hin. Manchmal spawnt das mit diesen Dingern, manchmal ohne diesen Barrikaden. Ich weiß nicht ganz genau, wovon es abhängt, aber ich denke von diesen Seitengängen, wie viele ihr absolviert habt und welche nicht. Beste Methode ist hier dann einfach einer links, einer rechts, der andere in der Mitte, der drückt und der Boss kommt dann gleich hier. Also einfach ducken, verstecken, dass der Boss euch nicht anvisieren kann. Ja. So. Hallo? Ja, genau jetzt. Und rauf aufs Auge. Am besten ist hier Sniper mit einer semi-automatischen. Crazy Horse G28 ist ganz nice. Die Remington habe ich gespielt. Dann die Cobalt Kinetic Sniper. Rifle kann man eigentlich auch machen. Ziemlich. Ja, ziemlich schlecht ist eigentlich Medic, ist ja klar. Inji auch. Macht's einfach so wie ich. Nehmt dann die Pistole am besten. Und bei Seed ist es so eine Sache, kommt drauf an, welche ihr nehmt. Aber Seed geht eigentlich auch klar. Genau, nächste Stage. Auch nichts Besonderes. Das Einzige, was sich halt geändert hat im Vergleich zu oben, dass hier rechts noch diese Fliegenfallen spawnen. Sollte halt immer einer drauf schießen. Ansonsten kann man auch die Granaten draufwerfen. Mit einer Granate alle wegholen. Genau, also letzte Stage ist. Hier vorne spawnen Kamikaze-Viecher und auch die normalen kommen gleich noch. Hier kann man eigentlich zurückstehen und dann passiert einem gar nichts, ganz gediegen die Dinger abschießen, beim Drücken halt kurz covern. Ja, ich bevorzuge es tatsächlich hier in der Mitte ein bisschen hinten zu stehen, warum seht ihr gleich. Jetzt sollte gleich der Boss kommen
Einfach draufhalten. Und jetzt aufpassen, der tritt hier mit seinen Beinen. Oh, da stand ich gerade ein bisschen zu knapp. Dem könnt ihr ausweichen, indem ihr einfach kurz die Seiten wechselt. Oioioi. Jetzt habt ihr es gesehen, dort hat er mit dem Bein getreten. Wieder Seiten wechseln. Komm, wir haben ihn gleich. Nicht nochmal. Oh, nice. Okay, ja, ist schon nein. Dort. Sehr gut. Siehst Endsequenz. Spoiler-Alarm. Also man sieht eigentlich nichts Schlimmes, aber für die, die es selbst spielen wollen, Spoiler-Alarm. Kann man ja kurz skippen. Ja, das war's auch schon. Ganz lustig hier zum Schluss, die Taschenlampen bloß noch übrig. Ja, alles im einen würde ich sagen, eine ziemlich leichte Mission sogar. Für die Zitin-Waffen sieht das Banner so aus. Dann einmal für jede Klasse abschließen, seht ihr hier die verschiedenen Klassenabzeichen, habt ihr bestimmt schon gesehen. Was auch noch interessant ist, ist hier die Hand. Das ist einmal für abschließen, ohne zu sterben. Ansonsten gibt es ja auch noch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel diese Eier zerstören, Kamikaze-Viecher zerstören. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.